Jetzt weist uns der Homo sapiens den Weg. Und der führt weit, weit zurück in die Evolutionsgeschichte. Stellen wir uns eine Welt vor mit nur wenigen, vielleicht gerade ein paar tausend Abkömmlingen unserer Art. Als neu entstandene Spezies sind wir den Naturgewalten schutzlos ausgesetzt. Vor 140.000 Jahren hätte der Homo sapiens leicht wieder aussterben können. Neue Erkenntnisse zeigen, wie wir ausgehend von diesen bescheidenen Anfängen die Oberhand gewannen und am Ende andere Urmenschen ablösten, die bereits vor uns lebten, den Homo erectus und den Neandertaler. Der Homo sapiens nutzt seine Umwelt sehr intensiv. Als er im Nahen Osten Einzug hielt, starb der Homo erectus aus. Als der Homo sapiens nach Europa kam, starb der Neandertaler aus. Fast 400.000 Jahre lang lebten die Neandertaler im eiszeitlichen Europa. Sie waren hervorragende Jäger, hatten größere Gehirne als wir und waren die fortschrittlichsten Menschen auf Erden. Bis wir kamen. Dann starben sie aus. Weshalb? Endlich fördern wir Antworten zutage. Die Überreste eines Kindes von vor 100.000 Jahren verraten, was wir ihnen voraus hatten. Die grundlegenden Fragen sind: Wie unterscheidet sich der Neandertaler von uns und was macht uns so besonders? Waren es neue physische Fähigkeiten oder ein neues Denken? Alles läuft auf eine zentrale Frage hinaus: Was macht uns zum Menschen? Um das zu beantworten, müssen wir zurück zu den Anfängen unserer Menschheitsgeschichte. Stellen wir uns die gesamte Menschheitsgeschichte vor und gehen wir 5000 Jahre zurück zur Zeit der ägyptischen Pyramiden. Nun verdoppeln wir. Vor 10.000 Jahren wurden die ersten Pflanzen gezüchtet, der Ackerbau begann. Verdoppeln wir wieder. Vor 20.000 Jahren versahen eiszeitliche Jäger ihre Höhlenwände mit atemberaubenden Gemälden. Wenn wir weitere 6-mal verdoppeln, landen wir in der Welt des Homo erectus, unserem Vorfahren, dem Pionier der Menschheit. Der Homo erectus tauchte vor fast 2 Millionen Jahren in der afrikanischen Steppe auf. Er war der erste Urmensch, der so gebaut war wie wir. Er war Jäger, Sammler und Werkzeugbauer, lebte in sozialen Gruppen und wusste, was Fürsorge war. Der berühmteste Homo erectus ist das Fossil des sogenannten Turkana-Jungen. Der Turkana-Junge und seine Vorfahren markieren die Schwelle in unserer Evolution, an der wir noch nicht ganz Mensch, aber auch nicht mehr Affe waren. Paläokünstler Victor Diek ist darauf spezialisiert, anhand fossiler Überreste wissenschaftlich basierte Urmenschskulpturen zu schaffen. Als er den Kopf des Turkana-Jungen rekonstruiert, kommen affenähnliche Merkmale zum Vorschein. Ausgeprägte Braunwülste, eine hervorspringende Kieferpartie und der Schädel ist kleiner als unserer. Doch trotz dieser Unterschiede hat der Turkana-Junge ansatzweise schon Ähnlichkeit mit einem Menschen. Und hinter diesen Augen entstand auch ein menschliches Gehirn. Ich vermute, dass komplexe Gefühle und Verhaltensweisen mit der Spezies des Turkana-Jungen ihren Anfang nahmen. Das, was uns Menschen ausmacht, hat seinen Ursprung also zu diesem Zeitpunkt. Der Homo erectus war es wohl, der vor fast 2 Millionen Jahren als erster Afrika verließ.
Seitdem ist Afrika der Motor unserer Evolution. Von hier aus strömte eine Welle von Urmenschen nach der anderen hinaus in die Welt und besiedelte Europa und Asien. Wenn sie sich in entlegenen Gebieten ansiedelten, entwickelten sie besondere Eigenheiten. Aus einer frühen Migrationswelle entwickelte sich in Indonesien scheinbar der kuriose Hobbit, ein zwergwüchsiger Homo erectus. Eine weitere Welle führte bis nach China, wo Fossilfunde auf ein Alter von über 700.000 Jahren datiert wurden. Kurz darauf verließ eine weitere Welle Afrika, diesmal nach Europa. Aus dieser Spezies gingen eines Tages die Neandertaler hervor. Seit der Entdeckung des ersten Schädels in Heidelberg heißen diese Menschen Homo heidelbergensis. Über sie war fast nichts bekannt, bis zu einem außergewöhnlichen Fund. Atapuerca in Nordspanien. Diese sanfte Hügellandschaft erwies sich als archäologische Goldgrube. Der Bau einer Eisenbahnstrecke vor über 100 Jahren durchschnitt die Hügelkette. Archäologen fanden später heraus, dass dabei Millionen Jahre alte menschliche Siedlungen freigelegt wurden. Und damit auch die ältesten menschlichen Fossilien in Europa. Ganz in der Nähe, auf einem Bergkamm, entdeckte man den Eingang zu mehreren Höhlen. Es dauerte Jahre, sie zu erforschen, aber es zahlte sich aus. Man stieß auf ein Labyrinth aus Kammern und Gängen, die tief ins Berginnere führten. Am Ende des Labyrinths liegt eine der unzugänglichsten archäologischen Stätten der Welt. Eine Fundgrube für menschliche Fossilien, die man Knochengrube nannte. Das ist der Eingang zum Höhlensystem. Die Grube selbst liegt sehr weit von hier entfernt. Es ist ein langer Weg dorthin und an manchen Stellen muss man kriechen. Ein schwieriger Arbeitsplatz. Gehend, krabbelnd und kriechend durch dunkle Gänge braucht man eine halbe Stunde, um den 17 Meter tiefen senkrechten Schacht, der zur Grube hin abfällt, zu erreichen. Doch es dauerte fast 10 Jahre, bis die Stätte ihr Geheimnis preisgab. Anfangs fanden wir kleine menschliche Knochensplitter, die zunächst schwer zu erkennen waren, weil sie so fragmentarisch waren. Doch die Vielzahl der kleinen Splitter deutete darauf hin, dass hier noch etwas Größeres zu entdecken war. Insgeheim begannen wir uns vorzustellen, dass dort unten vielleicht Skelette lagen. Als Knochen für Knochen aus der Grube auftauchte, stellten sie fest, dass hier nicht nur eines, sondern mehrere komplette Skelette lagen. An die 30 komplette Skelette, die eine halbe Million Jahre alt sind. Das ist einzigartig. Es waren Skelette unseres Vorfahren Homo heidelbergensis, einem der frühesten Europäer überhaupt. Doch warum lagen so viele vollständige Skelette an einem Ort versammelt? Juan Luis Azuaga vermutet, sie wurden von ihrem Volk absichtlich dorthin gelegt. Vor einer halben Million Jahren besaß die Knochengrube, die heute tief unter der Erde liegt, eine Öffnung zur Oberfläche. Vielleicht warf der Homo heidelbergensis die Leichen in einer Art primitivem Bestattungsritual in die Grube. Es gibt auch Hinweise, dass dies auf zeremonielle Weise geschah. Neben den Knochen fand Juan Luis ein ungewöhnliches Artefakt, einen Faustkeil aus rosafarbenem Quarz, einem Mineral, das von weit her stammen musste.
Das Team nannte es Excalibur, nach König Arthurs berühmtem Schwert. Man hielt es für eine Opfergabe, das erste Glaubenssymbol, das je gefunden wurde. Falls dies wahr sein sollte, waren diese Wesen zu komplexem Denken fähig, zu Symbolismus und einem eigenen Glauben. Vor einer halben Million Jahren kannte diese europäische Population bereits Planung, Bewusstsein und menschliches Denken. Und auch symbolisches Verhalten. Bisher wurde angenommen, dass dies exklusive Eigenschaften des Homo sapiens seien. Und die frühesten Hinweise darauf wären die Höhlenmalereien in Südfrankreich, die nur 30.000 Jahre alt sind. Doch die außergewöhnlichen Funde in Atapuerca zeigen, dass sich diese geistige Entwicklung vielleicht schon vor einer halben Million Jahren vollzogen haben könnte. Der Homo heidelbergensis entwickelte sich weiter. Und aus ihm entstand irgendwann die Spezies, die Europa bevölkerte, der Neandertaler. Von allen Urmenschen waren uns die Neandertaler am ähnlichsten. Ihre Gehirne waren etwas größer als unsere. Ihre kleinen, gedrungenen Körper ließen sie mehrere Eiszeiten überleben. Sie waren Jäger und lebten vom Großwild, das am Rande der großen Eisflächen lebte, die Europa und Zentralasien bedeckten. Zur Zeit der Entdeckung der ersten Neandertaler-Fossilien war Darwins Evolutionstheorie noch nicht bekannt. Die Vorstellung, der moderne Mensch stamme von primitiveren Arten ab, war sehr umstritten. Dies ist der Schädel von Angie 2, dem ersten Neandertaler-Fossil, das je auf der Erde gefunden wurde. Als man es Ende 1829 entdeckte, war man nicht sehr erfreut darüber, dass das ein Mensch wie wir sein könnte. Viele behaupteten, die Neandertaler seien kranke, missgebildete Menschen gewesen. Als sich später die Evolutionstheorien etablierten, begann man sich zu fragen, ob sie das fehlende Glied zwischen uns und den Affen seien. Anfang des 20. Jahrhunderts galten die Neandertaler als affenähnliche Kreaturen. Doch inzwischen haben Hunderte von Fossilfunden uns ihre physischen Ähnlichkeiten deutlich gemacht. Nach den 1970ern fand eine Rehabilitierung der Neandertaler statt. Wir erkennen sie inzwischen als menschlicher an. Aber dachten und handelten sie wie wir? Heute helfen den Forschern die Fossilien eines Jungen aus der Zeit vor 100.000 Jahren, diesen Schleier zu lüften. Das Mösetal in Belgien. Hier fand man vor 150 Jahren in Fels- und Steinhöhlen die ersten Neandertaler-Fossilien. Heute geben sie uns weitere Geheimnisse über die Welt der Neandertaler preis. Seit über 20 Jahren leiten Michel Toussaint und Dominique Bonjean Ausgrabungen in einer Höhle namens Skladina. Millimeterweise arbeiteten sie sich durch den Schutt, der die Höhle einst füllte. Ihre mühsame Arbeit zahlte sich aus. Ich war dabei, als einer meiner Studenten das Neandertaler-Kind entdeckte. Als wir hierher kamen und dieses Fundstück sahen, waren wir überwältigt. Wir konnten es kaum glauben. Sie legten den Kieferknochen eines kleinen Jungen frei, der über 100.000 Jahre alt war. In der Nähe fand man weitere Fragmente und Zähne. Ein fast vollständiger Mund entstand. Seitdem versucht man, das Leben des Jungen aus der Skladina-Höhle zu rekonstruieren. Man weiß, dass die Wälder und Höhlen des Mösetals seine Heimat waren.
Vermutlich lebte er hier mit seiner Großfamilie. Von seinem Vater lernte er möglicherweise bereits die Fertigkeiten der Jagd. Aber was können wir noch über sein Leben in Erfahrung bringen? Seine Knochen stecken voller Hinweise und neue Verfahren ermöglichen es der Wissenschaft, sie zu entschlüsseln. Michel bringt ein Stück des Kiefers an einen der wenigen Orte der Welt, wo die erforderlichen Tests möglich sind. Das Max-Planck-Institut in Leipzig gehört zu den weltweit führenden Zentren für menschliche Evolutionsforschung. Hier wird der Kieferknochen des Jungen aus der Skladina-Höhle mit Hilfe eines Hochleistungs-Computertomographen untersucht. Auf diese Weise können die Forscher einen Blick in die innere Struktur von Knochen und Zähnen werfen. Das ist der Unterkiefer aus der Skladina-Höhle, der gestern gescannt wurde. Wir haben ein sogenanntes Oberflächenmodell erstellt, also eine virtuelle Darstellung des Unterkiefers am Computer. Dort können wir alle Zähne vom Knochen trennen. Einige der Merkmale hier zeigen, dass der Neandertaler uns in vieler Hinsicht ähnlich ist, aber auch, worin wir uns unterscheiden. Kinderzähne gelten als besonders wertvolle archäologische Funde, weil nur sie uns verraten, wie schnell diese Kinder wuchsen. Wenn wir uns das Durchbruchsmuster der Zähne bei dem Skladina-Jungen ansehen, wäre er nach heutigem Standard 11 bis 12 Jahre alt. Der zweite Backenzahn ist fast vollständig durchgebrochen. Aber wenn wir uns die innere Struktur von Zahnschmelz und Dentin ansehen, zeigt sich, dass das Kind viel jünger war. Wir wissen, dass dieses Kind mit 8 Jahren starb. Obwohl der Skladina-Junge fast so aussah wie wir, wuchs er vermutlich viel schneller. Sein Gehirn hatte also viel weniger Zeit, sich zu entwickeln. Aber können wir daraus schließen, dass die Neandertaler weniger intelligent waren als wir? Der zentrale Hinweis ergibt sich aus den Schädeln selbst. Gehirnausgüsse, Abgüsse der Innenseite der Neandertaler-Schädel enthüllten Gehirne, die große Ähnlichkeiten mit unseren aufwiesen. Der Gehirnausguss eines Neandertalers zeigt, dass sich der Frontallappen nicht wirklich von dem des heutigen Homo sapiens unterscheidet. Das Broca-Areal, zuständig für die motorischen Aspekte des Sprechens, ist in seiner Form absolut menschlich. Aber gibt es neben den Frontallappen noch weitere formale Ähnlichkeiten? Wissenschaftler wie Katharina Havarti versuchen heute, Schädelfossilien mit neuer Präzision zu vermessen. Sie wendet eine spezielle Methode zur Digitalisierung der Schädel an und entwickelt daraus perfekte 3D-Darstellungen. Wir wissen seit geraumer Zeit, dass die Neandertaler anders aussahen als die heutigen Menschen. Aber was bedeutet dieser Unterschied tatsächlich? Dies ist ein digitalisiertes 3D-Bild unseres Schädels mit seinem charakteristisch hohen Schädeldach. Im Gegensatz dazu ist der Neandertaler-Schädel flach und langgezogen, was vielleicht auf eine andere Gehirnform hinweist. Der Scheitel- und Schläfenlappen des Neandertaler-Gehirns könnte etwas kleiner gewesen sein. Dieser kleine Unterschied könnte großen Einfluss auf seine geistigen Fähigkeiten gehabt haben. Manche Bereiche im Scheitel- und Schläfenlappen sind kognitiv sehr wichtig, vor allem für Sprache, Gedächtnis und räumliche Erinnerung. Die verminderte Größe dieser Bereiche im Neandertaler-Gehirn könnte auf ein begrenztes Denkvermögen hinweisen.
Und der Skladina-Junge besaß auch sonst wohl eher beschränkte Fähigkeiten. Im Max-Planck-Institut dringt Mike Richards noch tiefer in die Mikrostruktur des Knochen ein, um etwas über die Ernährung herauszufinden. Die Nahrung, die wir zu uns nehmen, hinterlässt in unseren Körpern eine chemische Signatur. Diese Signatur wird in unser Knochenprotein aufgenommen. Wir extrahieren das Protein und ermitteln die Signaturen. Daraus schließen wir, wie sich dieser Mensch ernährte. Er findet heraus, dass die Neandertaler fast ausschließlich Fleischesser waren, obwohl es viele Früchte, Beeren und essbare Wurzeln in ihrer Umwelt gab. Wir können keine Pflanzenproteine erkennen und sie nahmen wohl auch keine Nahrung aus dem Meer zu sich. Sie jagten große Pflanzenfresser wie Bisons, Rentiere und so weiter. Sie waren Fleischfresser und ernährten sich eher wie Wölfe als wie Menschen. Und es gab davon nur wenige Abweichungen, egal wo sie lebten. Wir haben Neandertaler aus einem Zeitraum von 100.000 Jahren aus Deutschland, Belgien, Frankreich und Kroatien untersucht. Und alle verhielten sich gleich. Die Knochen des Skladina-Jungen und seines Volkes geben wichtige Hinweise auf das Verhalten der Neandertaler. Sie taten vor allem eins: Sie jagten Großwild. Sie taten das einige hunderttausend Jahre lang. Darauf lässt auch ihre Technologie schließen. Ihre Technologie ist simpel. Die Neandertaler stellten nur wenige Werkzeuge her, aber die Herstellung war dennoch zeitaufwendig. Obwohl sie große Tiere jagten, besaßen sie keine Wurfspeere oder Pfeile. Keines der Steinwerkzeuge wäre als Spitze eines Wurfspeers geeignet gewesen. Dafür sind sie zu groß. Es waren wohl Messer oder Spitzen von Rammspeeren. Die Neandertalerjäger konnten ihre Beute also nur aus direkter Nähe töten. Das machte das Jagen zu einer riskanten Angelegenheit. Die meisten männlichen Neandertaler-Skelette weisen mehrere Brüche auf. Das Leben der Neandertaler war hart und kurz. Ihre Skelette verraten uns, dass nur sehr wenige älter wurden als 30 Jahre. Doch als Spezies waren die Neandertaler sehr langlebig. Sie existierten fast 400.000 Jahre lang, doppelt so lang, wie es uns bisher gibt. Doch eines Tages waren ihre Tage auf der Erde gezählt. Vor rund 25.000 Jahren verschwanden sie aus den Fossilfunden. Was war geschehen? Um dies herauszufinden, müssen wir zurück nach Afrika. Zum großen Grabenbruch, dem Schauplatz, an dem sich ein Großteil unserer menschlichen Evolution abspielte. Hier begann die Natur vor Jahrmillionen ihr großes Experiment mit Lebewesen wie Lucy, die bereits aufrecht ging. Auch der Turkana-Junge und seine Artgenossen mit ihren größeren Gehirnen und Körpern bildeten hier vor etwa 1 Million Jahren die ersten Gesellschaften von Jägern und Sammlern. Ebenfalls hier fand man die Schädel einer vor 200.000 Jahren neu entstandenen Spezies, der letzten und mittlerweile einzigen menschlichen Spezies, des Homo sapiens. Noch sahen diese Menschen nicht ganz so aus wie wir. Die braunen Wülste waren etwas wuchtiger, ihre Gesichter ein wenig größer und ihre Technologie war immer noch sehr einfach. Einige Steinwerkzeuge des Neandertalers und des Homo sapiens sind identisch. Man kann sie also nicht zuordnen, weil die Werkzeuge sich gleichen. Was hatte sich also geändert? Was machte uns so vielseitig, so überlebensfähig? Vieles deutet darauf hin, dass Klimaumwälzungen hierfür ursächlich waren. Es begann eine der längsten und kältesten Eiszeiten überhaupt.
Vor rund 200.000 Jahren dehnten sich gewaltige Eisdecken aus. In Afrika verwandelten Megadürren einen Großteil des Kontinents in eine Wüste. Die Klimawechsel waren extrem. In der Folge ging die afrikanische Population zurück. Der Genetiker Spencer Wells glaubt, dass das Aufeinandertreffen früherer Populationen seine Spuren in unseren Genen hinterlassen hat. Er nennt das den Flaschenhalseffekt. Obwohl wir Menschen so verschieden aussehen, sind wir genetisch zu 99,9% identisch. Große Menschenaffen haben dagegen 4 bis 10 Mal so viel Diversität in ihrer DNA. Die geringe Vielfalt der menschlichen DNA könnte der Grund für eine Krise sein, die ganze Populationen dahingerafft haben könnte. Irgendwann haben wir unsere genetische Vielfalt eingebüßt. Stellen wir uns vor, der Inhalt dieser Flasche steht für die ursprüngliche Bevölkerung mit großer genetischer Vielfalt. Aber im Flaschenhals überleben nur wenige Abstammungslinien. Die Population reduziert sich und viele Farben aus der Ursprungspopulation sind verschwunden. So funktioniert der Flaschenhals. Jeder heute lebende Mensch stammt von den wenigen Individuen ab, die es durch den Flaschenhals schafften. Frühe Klimadaten zeigen, dass um die Zeit vor 140.000 Jahren ein Großteil des tropischen Afrikas unbewohnbar wurde. Unsere Urahnen waren gezwungen, sich an die Küsten und ins Hochland zu flüchten. Es sieht so aus, als wären in Afrika nur 4 bis 6 potenzielle Standorte für Jäger und Sammler geeignet gewesen. Trotz dieser Refugien weist einiges darauf hin, dass auch unsere Urahnen kurz vor dem Aussterben standen. Die genetischen Daten bezeugen, dass alle modernen Menschen von einer Population von rund 600 Individuen abstammen. Es herrscht Uneinigkeit über Anzahl und Zeitpunkt, aber scheinbar stammen alle Menschen auf der Erde von einer sehr kleinen Ursprungspopulation in Afrika ab. Curtis Marion ist der Ansicht, dass sie an der südafrikanischen Küste lebten und dass das Leben am Meer sie zur Veränderung zwang. Am Pinnacle Point in Südafrika fand er Höhlen, die von frühen Vorfahren des Homo sapiens zur Zeit der Megadürren genutzt wurden. Sie sind voller Spuren, die auf neue Denk- und Verhaltensweisen hindeuten. Hier stieß er auch auf die ältesten Hinweise darauf, dass Menschen das Meer als Nahrungsquelle nutzten. Dieses dunkle Material hier ist Asche von einer Feuerstelle. Und ein Großteil dieses Materials sind verbrannte Muschelschalen. Es wurde hier also offensichtlich eine große Menge Schalentiere zubereitet. Vor 76.000 Jahren hat hier jemand eine nette Portion Schalentiere vertilgt. Wir haben es also mit einer Population zu tun, die ihren fleischlastigen Speiseplan erweiterte. Dies erforderte einen Erfindungsreichtum, der den früheren Vorfahren fehlte. Zur falschen Zeit Schalentiere zu sammeln, kann den Tod bedeuten. Man muss die Rückkehr zur Küste zeitlich genau einplanen. Die beste Zeit zum Sammeln von Schalentieren ist bei starker Ebbe. Und wer die Mondphasen kennt, kann die Gezeiten voraussagen. Jetzt ist es sinnvoll, Schalentiere zu sammeln. Die Schalentiere liegen frei und das Wasser, das wir hier sehen, zieht sich bis zu diesem Felsen dort zurück. Der kluge Jäger und Sammler wusste, wie er die Mondphasen deuten musste, um den Zeitpunkt für das Sammeln von Schalentieren an der Küste zu bestimmen. Die Menschen am Pinnacle Point ernteten aber nicht nur Schalentiere. Sie jagten auch auf den Ebenen jenseits der Küste und sammelten Beeren und Wurzeln.
Ihre Lebensweise zeugte von einer neuen Vielseitigkeit. Die Ressourcen systematisch zu nutzen, erforderte eine gewisse Denkkomplexität. Unsere Vorfahren lebten über 140.000 Jahre in diesen Höhlen und hinterließen bemerkenswerte Hinweise darauf, wie sie sich verändert hatten. Diese Fundstätte dokumentiert, dass sich die Herstellung von Steinwerkzeugen änderte. Anfangs stellten sie Steinwerkzeuge aus diesem rauen Quarzmaterial her. Dann, vor etwa 71.000 Jahren, was dort zu finden ist, gingen sie dazu über, Steinwerkzeuge aus diesem Silkret herzustellen, in Form von langen, dünnen Klingen. Vor dem Behauen erhitzten die Menschen dieses Material im Feuer. Dadurch ließ es sich besser spalten. Das war vor etwa 71.000 Jahren. Damit sind diese Funde 40.000 Jahre älter als ähnliche Funde auf der Welt. Die Technik unserer Vorfahren erweiterte sich vom universell einsetzbaren Faustkeil zu einer Vielzahl von leichteren, spezialisierten Werkzeugen. Sie begannen, spezielle Werkzeuge herzustellen, mit kleinen Spitzen für das Anbohren von Gegenständen. Außerdem Werkzeuge, mit denen man etwas aushöhlen konnte. Mit spezialisiertem Werkzeug konnten unsere Vorfahren ihre Umgebung intensiver nutzen, aber das war nicht die einzige Veränderung. Ab dieser Zeit beobachten wir eine symbolische Nutzung von Steinwerkzeugen. Die Herstellung wurde komplexer. Die Steinwerkzeuge waren nicht mehr nur Werkzeuge, sondern verrieten auch etwas über die gesellschaftliche Stellung ihrer Besitzer. Eine neue Form des symbolischen Bewusstseins bildete sich aus. Die ersten Spuren dekorativer Kunst aus dem in der Natur vorkommenden Mineral roter Ocker wurden in der Blombeshöhle gefunden, einer weiteren Höhle an der südafrikanischen Küste. Bei den Ausgrabungen in dieser Gegend entdeckten wir hier ein Stück Ocker. Als ich die Oberfläche dieses Ockers abbürstete, stellten wir fest, dass auf der einen Seite ein Muster zu sehen war. Als wir es uns etwas genauer ansahen und ins Licht hielten, entdeckten wir ein Muster aus Zickzacklinien auf der Oberfläche dieser ansonsten glatten Fläche. Das Muster wurde oben, in der Mitte und unten von Linien durchbrochen. Natürlich herrschte darüber große Aufregung. Denn wir hatten nicht damit gerechnet, solche Symboldarstellungen aus der Zeit vor 75.000 Jahren zu finden. Das war eine gewaltige Überraschung. In der Blombeshöhle fand man auch Muschelschalen, in die Löcher gebohrt worden waren. Vermutlich wurden diese zu Ketten aufgefädelt. Unsere Vorfahren trugen also Schmuck und sie bemalten vermutlich auch ihre Körper. Bedeutend daran ist, dass wir hier zum ersten Mal einen Anhaltspunkt dafür haben, dass Menschen Informationen außerhalb des menschlichen Gehirns speicherten. Es war die Geburtsstunde einer neuen Form der menschlichen Kultur. Sie war komplexer, aber dafür auch leichter weiterzugeben von Generation zu Generation. Vor 60.000 Jahren entwickelten unsere Vorfahren eine neue Technologie und eine neue Kultur. Tausende von Dürrejahren hatten sie gezwungen, sich zu verändern. Sie waren bereit, die Welt zu erobern. Das Klima stabilisierte sich und sie strömten aus Afrika hinaus. Sie waren möglicherweise überrascht, Kontinente vorzufinden, die bereits von anderen Menschen bevölkert waren, von Nachkommen früherer, primitiverer Völkerwanderungen. Als sie nach Asien zogen, stießen sie vielleicht auf den Homo erectus oder den winzigen Hobbit. Es gibt keine Hinweise darauf, wer wessen Wege kreuzte. Doch eine Begegnung
dürfte mit ziemlicher Sicherheit stattgefunden haben. Als eine Migrationswelle dieser frühen Menschen durch den Nahen Osten nach Europa zog, mussten sie auf die Neandertaler gestoßen sein. Wie sahen solche Begegnungen aus? Viele Jahre lang spekulierten Forscher, dass sich die Neandertaler mit den frühen Homo sapiens-Populationen mischten. Falls dies so war, würden sich Spuren von Neandertaler-DNA in unseren heutigen Genen finden. Doch es gab keine Möglichkeit, Neandertaler-DNA aufzuspüren, bis sich Forscher am Max-Planck-Institut auf eine gewagte wissenschaftliche Odyssee begaben, den Versuch, das Neandertaler-Genom zu sequenzieren. Die menschliche DNA besteht aus rund 3 Milliarden Einzelbausteinen, den genetischen Buchstaben A und T, C und G. Das menschliche Genom zu erfassen, war schwierig genug. Die Vorstellung, das Genom einer seit langem ausgestorbenen Spezies abzubilden, erschien abenteuerlich. Doch das hinderte Svante Paabo nicht daran, genau davon zu träumen. Das erste Problem bestand darin, die DNA aus über 30.000 Jahre alten Neandertalerknochen zu gewinnen. DNA degeneriert mit der Zeit und es bleiben nur noch winzige Bruchstücke übrig. Meine Gruppe entwickelt inzwischen seit über 20 Jahren Verfahren, um DNA aus Fossilien und alten Knochen zu gewinnen. Es war schon immer ein Traum, den Neandertaler genetisch zu erforschen. Endlich, mit größter Vorsicht, um die DNA nicht mit ihrer eigenen zu verunreinigen, isolierten sie das erste Stück Neandertaler-DNA. Svantes Traum wurde Realität. Er und sein Team konnten das gesamte Neandertaler-Genom rekonstruieren. Nun können Wissenschaftler auf der ganzen Welt Schlüsselelemente mit dem menschlichen Genom vergleichen. Einer dieser Vergleiche bietet uns schon jetzt tiefere Einblicke in das Neandertaler Gehirn. Es handelt sich um das Gen FOXP2. Von diesem Gen wissen wir, dass es am Sprechen und der Sprachentwicklung des Menschen beteiligt ist. Wir wissen das, weil es bei Menschen mit einer Mutation dieses Gens zu schweren Sprachproblemen kommt. Bei seiner Entdeckung sorgte FOXP2 für großes Aufsehen. Obwohl auch viele Tiere dieses Gen besitzen, ist die menschliche Version einzigartig. Es wurde vermutet, dass dieses Gen uns die Fähigkeit gab, sprechen zu können. Wir wissen heute, dass komplexe Fähigkeiten wie die Sprache von mehreren Genen gesteuert werden. Dennoch sind sich die Forscher einig, dass das menschliche FOXP2-Gen in engem Zusammenhang mit den grundlegenden motorischen Fähigkeiten für das Sprechen steht. Die Frage war, besaß der Neandertaler dasselbe Gen? Tatsächlich ist dieses Gen des Neandertalers mit unserem identisch. Ein schlagender Beweis dafür, dass der Skladina-Junge und sein Volk trotz ihrer begrenzten geistigen Fähigkeiten möglicherweise sprechen konnten. Falls wir die Fähigkeit zum Sprechen mit den Neandertalern teilten, könnten wir sie beide geerbt haben. Von einem gemeinsamen Vorfahren, aus dem beide Spezies hervorgegangen sind. Wer aber war das? Mit dem Verfahren der molekularen Uhr können Wissenschaftler das heute herausfinden. Der Grund dafür ist, dass DNA in bemerkenswert regelmäßigen Abständen mutiert bzw. sich verändert. Indem man die Unterschiede im genetischen Code zwischen dem Neandertaler und uns bestimmt, also durch einfachen Vergleich der Basenpaare unserer DNA, können Wissenschaftler berechnen, wie lange sich die beiden Spezien schon auseinanderentwickeln. Wir können so abschätzen, wann der gemeinsame Vorfahr gelebt hat und wann sich einige Individuen zu Neandertalern oder eben zu modernen Menschen entwickelten. Dieser Zeitpunkt liegt etwa 300.000 bis 400.000 Jahre zurück.
Diese Zeitangabe führt uns zu den bemerkenswerten Urahnen, der Afrika vor rund einer halben Million Jahre verließ und seine Toten in den Hügeln von Nordspanien begrub, wobei er einen auffallenden rosafarbenen Faustkeil an Ort und Stelle hinterließ. Es war der Homo heidelbergensis, von dem wir jetzt wissen, dass er auch unser Vorfahr war. In Europa entwickelten sich daraus die Neandertaler. In Afrika entwickelte sich aus Populationen, die nicht ausgewandert waren, der Homo sapiens. Die DNA zeigt also, dass wir einen gemeinsamen Vorfahren mit den Neandertalern hatten. Aber enthalten unsere Gene Überreste der Neandertaler-DNA, was der Beweis dafür wäre, dass sie einst in unserer Art aufgingen? Dass es Hybridwesen aus Neandertalern und modernen Menschen gab, dafür finden wir im genetischen Datenmaterial keinen Hinweis. Vermutlich wurden die Neandertaler durch andere Völker abgelöst. Und nach einer relativ kurzen Zeit finden wir von ihnen keine Spuren mehr in Europa. Heute sind in unserem Genom sicher keine Spuren von Neandertalern mehr vorhanden. Da keinerlei Hinweise auf eine Vermischung der Arten existieren, erscheint es heute wahrscheinlicher, dass wir die Neandertaler einfach verdrängten, als unsere Population wuchs. Wir modernen Menschen breiten uns sehr in unserer Umwelt aus. Wir bringen sehr viele Babys zur Welt und unsere Babys sind sehr überlebensfähig. Das Bevölkerungswachstum spielt deshalb eine wichtige Rolle für die menschliche Anpassung. Die Ankunft des Homo sapiens war nicht die einzige Herausforderung, der sich die Neandertaler stellen mussten. Europa wurde von heftigen Klimaumschwüngen erfasst. Die Neandertaler kämpften bereits um ihr Überleben. Vermutlich war die Bevölkerungsdichte der Neandertaler sehr gering. Dafür gab es gute Gründe. Die Neandertaler verfügten über eine begrenzte Technologie und sie hatten einen gewaltigen Energiebedarf. Sie besaßen große Körper und große Gehirne und lebten in einem vergleichsweise kalten Umfeld. Wir schätzen ihren täglichen Energiebedarf auf rund 5000 Kilokalorien. So viel verbraucht jemand, der an der Tour de France teilnimmt. Mit ihren schlankeren, hochgewachsenen Körpern hatten die modernen Menschen einen geringeren Energiebedarf. Und sie verfügten zudem über bessere Werkzeuge. Sie beherrschten nun eine weitere bahnbrechende Technik: Wurfspeere. Das sind zwei ganz verschiedene Speertypen. Hier die großen, schweren Holzspeere, die die Neandertaler benutzten. Und die leichteren Speere mit Knochenspitze des Homo sapiens. Die Waffen zeigen verschiedene Leistungsmerkmale. Die schweren Speere sind auf kurzer Distanz effektiv, aber man kann davon nur wenige in einer Hand tragen. Die Speere mit Knochenspitze sind leichter, sie sind haltbarer und sie haben eine größere Reichweite. Die Knochenspitzenspeere ermöglichten unseren Vorfahren eine sicherere Jagd und eine Ausbeute in einem größeren Radius. Diese großen Speere kann man mit einer Pistole vergleichen, wohingegen diese kleineren Speere eher einem halbautomatischen Gewehr ähneln. Und eine Mehrschusswaffe mit großer Reichweite ist effektiver. Die Wurfspeere ermöglichten es unseren Vorfahren, Tiere in einer größeren Reichweite zu jagen, mit geringerem Risiko für sich selbst. Der moderne Mensch zeigt die Tendenz, seine Ausnutzung der Umwelt zu intensivieren, also so viel wie möglich aus seiner Umgebung herauszuholen. Diese Tendenz, die sich bereits in Afrika abzeichnete, verstärkte sich noch, als sich unsere Vorfahren über die Welt ausbreiteten. Archäologen konnten ihre Spuren anhand der Ausrottung großer Tiere verfolgen. In Europa und Asien fiel die Ankunft des Homo sapiens mit dem Aussterben des Wollmammuts, des Höhlenlöwen und anderer großer Säugetiere zusammen.
In Australien starben die meisten über 50 Kilogramm schweren Tiere innerhalb der ersten paar tausend Jahre nach unserer Ankunft aus. Der Einfluss des Homo sapiens auf große Tierpopulationen wird umso stärker, je weiter man sich von Afrika entfernt. Und als der Homo sapiens nach Australien und in die neue Welt kam, machte er Tabula rasa. Die Neandertaler waren nur eine von vielen Spezies, die ausstarben, als wir auf den Plan traten. Nach und nach wurden sie in europäische Randgebiete abgedrängt. Ihre letzte Zuflucht scheint der Felsen von Gibraltar gewesen zu sein, vor 28.000 Jahren. Dann starben sie aus und hinterließen uns als Vermächtnis nur ihre versteinerten Knochen. Zum ersten Mal lebte nur noch eine menschliche Spezies auf diesem Planeten. Doch diese Spezies bevölkerte den ganzen Planeten und sorgte für das Aussterben anderer Arten. Sie zog nach Australien, nach Amerika, zum Mond und wird irgendwann auch zum Mars fliegen. Dies ist bemerkenswert, denn die Art, wie diese Spezies die Ausnutzung ihrer Umgebung intensiviert, ist wirklich einzigartig. Anfangs waren Klimaveränderungen der Auslöser unserer Entwicklung. Sie lehrten uns einen neuen Erfindungsreichtum, der zu einer Lawine von technischen Fortschritten führte. Aber was genau uns zu dem macht, was wir sind, ist bis heute ein Rätsel. Eines Tages werden wir die Genetik durchschauen. Aber Gene machen nur zum Teil die Einzigartigkeit unserer Spezies aus. Der andere Teil ist jene rätselhafte Schöpfung, die nur der Mensch kennt, die Kultur. Der Homo sapiens ist die anpassungsfähigste Spezies in der Evolution der Menschheit. Egal, was auf der Welt geschieht, wir finden einen Weg, uns dem anzupassen. Heute nennen wir das Kultur. Falls sich hier in Arizona irgendwann Gletscher bilden, würden wir ein dichtes Fell und dickere Haut entwickeln. Und wir würden mehr Heizungssysteme bauen. Unsere Kultur ist der Fundus, in dem wir unsere komplexe Denkweise und Wahrnehmung speichern. Und wir geben sie an unsere Kinder genauso sicher weiter wie unsere Gene. Auf welche Weise kulturelle Entwicklung und genetische Evolution interagieren, wird im Zentrum der zukünftigen Forschung stehen. Denn so viel steht fest: Die Evolution steht nicht still. Die genetische Evolutionsrate hat in den letzten 10.000 Jahren zugenommen und das wird sich fortsetzen. Wohin uns das führt, weiß niemand. Aber wir sind eine noch sehr junge Spezies und es liegt eine lange Zukunft vor uns. Wohin gehen wir? Woher kommen wir? Über welches Wissen verfügten unsere prähistorischen Vorfahren? Gleich machen wir in Lascaux erstaunliche Entdeckungen. Zwanzig Jahre Arte. Staatssicherheit, öffnen Sie die Tür. Ein Stasi-Spitzel und seine langsame Läuterung. Aufmachen! Im preisgekrönten Film über Macht und Menschlichkeit. Und dann eine echte Geschichte. Die des KGB-Agenten Viktor Orekov, der auf die andere Seite wechselte. Folgende Telefone werden abgehört. Lassen Sie schnell alle Drucksachen verschwinden. So habe ich die Leute gewarnt. Ein Donnerstagabend im Auftrag des Gewissens. Das Leben der anderen und der KGB-Dissident. Präsentiert von Andrea Fies. Königliches Programm. King George. Eselshaut. Elisabeth. Meu
Großnacht. Richtig geil. Das sind Artes Trumpfkarten im Dezember. Frohe Festtage. Wollen wir herausfinden, ob im prähistorischen Menschen vielleicht schon ein kleiner Astronom steckte. Vor 35.000 Jahren entwickeln Sippen von Jägern und Sammlern in Europa eine faszinierende Kunst. Eine Kunst geprägt von Tieren, die aus den Tiefen der Erde auftauchen. Etwa 18.000 Jahre später schaffen sie im Périgord, im Südwesten Frankreichs, ihr eindrucksvollstes Meisterwerk. Lascaux, die Sixtinische Kapelle der Urgeschichte. Die Prähistoriker haben zu diesen Felsenbildern die unterschiedlichsten Theorien entwickelt. Jagdbeschwörung, Totemismus, Schamanismus. Doch keine konnte den tieferen Sinn dieser von unseren Vorfahren hinterlassenen Werke enthüllen. Die französische Forscherin Chantal Jacques-Wolkiewicz vertritt eine völlig neue Hypothese. Für sie stellen die Fresken von Lascaux eine Karte des Himmels dar, den die ersten Maler der Menschheit vor 10.000 Jahren beobachteten. Diese nach zahlreichen astronomischen Berechnungen aufgestellte Hypothese stellt alle bisherigen Interpretationen auf den Kopf. Doch kann die Forscherin damit überzeugen? Immer wieder haben mich Zweifel beschlichen und ich habe wieder von vorn angefangen, alles nochmal gemacht und jedes Mal hat es funktioniert. Ich kann jetzt nicht mehr zurück, das geht nicht. Jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, nein, das kann nicht sein, sage ich mir, doch, es stimmt, es klappt. Chantal Jacques-Wolkiewicz hat sich bereits vor 15 Jahren auf die Spuren unserer Vorfahren begeben. Damals kannte sie Lascaux nur dem Namen nach und interessierte sich für einen ganz anderen Ort in den Seealpen, Vallée de Merveille. Mit ihrem Mann Jacques und dem Wanderführer Michael, einem Experten für die Geschichte dieses Tals, besucht sie heute noch einmal den Ort, der ihr Interesse für die Urzeitmenschen geweckt hat. Am Fuße des majestätischen Berges Begaud birgt das Tal einen weltweit einzigartigen Schatz. 35.000 Gravuren, angefertigt in der Bronzezeit, etwa 2500 bis 1700 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Tausende Dolche, Äxte und Hellebarden, Abbildungen von Stierhörnern und Rädern sowie Darstellungen menschlicher Gestalten. Diese in den Stein gravierten Zeichnungen enthalten eine geheimnisvolle Botschaft. Manche glauben, wir hätten es hier mit etwas zu tun, was im gesamten Mittelmeerraum zu finden ist. Und zwar einem Kult um Gottheiten in Rindergestalt. Mit oder ohne Opferungen, symbolisch dargestellt in den Zeichnungen. Andere sind der Ansicht, wir hätten es hier mit urgeschichtlichen Schriften zu tun. Das macht ein bisschen die Magie dieses Ortes aus. Der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt. Für Chantal befindet sich die Lösung des Rätsels am Himmel. 10 Jahre lang arbeitet sie im Rahmen ihrer Doktorarbeit an diesem Ort und verfolgt die Idee, dass dieses Tal in der Bronzezeit ein riesiges Observatorium war. Auf dem sogenannten Altarfelsen macht sie ihre ersten Entdeckungen.
Hier haben die Urzeitmenschen zig Dolche eingraviert. Auf den ersten Blick folgt deren Ausrichtung keinerlei Logik. Am Morgen der Herbst, Tag und Nachtgleiche, bei der im Frühling auch, aber da liegt zu viel Schnee und daher ist nichts zu sehen, geht genau dort, wo die Dolche hinzeigen, die Sonne auf. Um den Sinn dieser 115 eingravierten Dolche zu erfassen, wendet Chantal die Archäoastronomie an. Dafür verwendet sie ein Klinometer, das die Neigung des Felsens bestimmt, und einen Peilkompass zur Orientierung. So stellt sie fest, dass die meisten der Dolche auf den Punkt am Horizont ausgerichtet sind, wo am Tag der Herbsttag- und Nachtgleiche die Sonne aufgeht. Chantal zeigt außerdem, dass die Dolche zum selben Zeitpunkt des Jahres, aber mitten in der Nacht in Richtung Mond weisen. Im Grunde genommen haben alle eine bestimmte Ausrichtung. Somit hätten die Graveure also eine astronomische Koordinate festgehalten. Aber warum? Eine weitere Beobachtung bringt sie der Antwort ein Stückchen näher. Unter dem auf der Steinplatte ruhenden mächtigen Felsen dringen in derselben Periode Sonnen- und Mondlicht in einen kleinen Hohlraum. Sehen Sie den Lichtfleck hier? Ja. Auf diesem Felsen da? Das passiert, weil heute die Tag- und Nachtgleiche ist und das Sonnenlicht unten durch den Felsen dringt. Und wie bringt uns diese Beobachtung weiter? Ganz einfach. Wir haben hier eine Verknüpfung von Sonne und Mond. Auf dieser Grundlage können wir die Zeit zurückdrehen, die Zeiger praktisch wieder auf Null stellen. Wenn dieses Phänomen auftrat, wussten die Graveure, dass der Winter vor der Tür stand und mit ihm die ersten heftigen Schneefälle. Es wurde Zeit, wieder ins Tal zu ziehen. Der Altarfelsen war also in gewisser Weise ein Lunisolarkalender. Im Laufe ihrer Forschungen gelangt Chantal immer mehr zu dem Schluss, dass die Gravuren das Werk erfahrener Astronomen sein müssen, die den Lauf der Zeit auf dem Stein festhielten. Eine Arbeit, die sie vor einer weiteren Tafel fortsetzt, auf der geheimnisvolle Schlangen zu sehen sind. Wirklich erstaunlich, was die Archäoastronomin darin erkennt. Das ist eine ganz klassische Abbildung, die unter denjenigen, die sich mit Astronomie beschäftigen und sich für den Lauf des Mondes interessieren, sehr bekannt ist. Wir haben solche Schlangenlinien wie hier, den zunehmenden Mond, den abnehmenden Mond. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt also 12 Mondumlaufzeiten. Wir haben 12 Umläufe, 12 Mondumlaufzeiten pro Jahr. Eine Überraschung? Nein. Denn jeder Beobachter, der den Weg des Mondes aufzeichnen wollte, den er in seinem 28-Tage-Zyklus das Jahr über zurücklegt, würde eine ganz ähnliche Zeichnung erhalten. Als Chantal das Valais des Merveilles verlässt, weiß sie, dass sie erst am Anfang einer langen Geschichte steht, in deren Verlauf die ersten Menschen anfingen, den Himmel zu beobachten. Diesem Thema möchte sie die nächsten Kapitel widmen. Sie wird Spuren erforschen, die den Prähistorikern bis dato unbekannt waren, und gewagte Hypothesen aufstellen. Die Archäoastronomin möchte begreifen, was vor sehr langer Zeit passiert ist. Sie richtet ihr Augenmerk auf unsere Vorfahren aus der Altsteinzeit, jene, die auch die Wände von Lascaux verzierten. Die Kälte ist über das Gebiet der Sippe hereingebrochen. Das Wild ist verschwunden, die Vorräte gehen zur Neige. Sie haben beschlossen, wieder aufzubrechen, weiter zu wandern als in den Tagen zuvor. Sie kennen die essbaren Pflanzen, die den Hunger vertreiben. Sie wissen, wo Feuersteine zu finden sind und wiederholen die Handgriffe, die sie seit grauer Vorzeit von den Ältesten gelernt haben. Sie können in der Gruppe jagen, die Fährten der Tiere verfolgen,
Diese erspähen, ohne selbst gesehen zu werden, und Fallen aufstellen. Sie haben gelernt, Fleisch zu räuchern, es haltbar zu machen, um noch Tage, ja Monate durchzuhalten. Bis das warme Licht, das hoch oben am Himmel aufgeht, zurückkehrt. Als Chantal Jacques-Wolkiewicz ihre Theorie über das Valet de Merveille vorbringt, erntet sie erst einmal Hohn und Spott. Das Eindringen dieser eigenwilligen Forscherin in das Terrain der Urgeschichte wird nicht gern gesehen. Seit langer Zeit schon scheinen die Archäologie und die Astronomie hermetisch gegeneinander abgeriegelt. Dennoch fasst ein Prähistoriker einen gewagten Entschluss. Es handelt sich um Jean-Michel Genest, den Konservator der Grotte von Lascaux. Er lädt sie ein, die Höhle zu besichtigen und Messungen durchzuführen. Chantal zögert keine Sekunde, das Angebot, die weltberühmten Malereien zu studieren, anzunehmen. Ihre Forschungen in Lascaux beginnen am Abend des 21. Juni, dem ersten Tag des Sommers. Chantal möchte vor Ort ihre Vermutung überprüfen, zu der sie beim Studium der Pläne von der Grotte gelangt ist, und bringt etwas absolut Erstaunliches ans Licht. J'ai découvert en 99 que le soleil 1999 habe ich herausgefunden, dass nur am Abend der Sommersonnenwende Sonnenlicht in die Grotte von Lascaux eindringt. Und ich habe mir gedacht, dass dieses Ereignis, denn es ist ein sogenanntes astronomisches Ereignis, dem Inneren der Grotte in gewisser Weise einen sakralen Charakter verleihen könnte. Vielleicht haben sie deshalb die Wände verziert, weil dieser Ort ein heiliger Ort war. Nach ihren Berechnungen konnten die Strahlen der untergehenden Sommersonne vor 17.000 Jahren in den schmalen Gang dringen, der in den ersten Raum von Lascaux führt, die Wände erleuchten und die Malereien in Licht tauchen, die das restliche Jahr über in tiefer Dunkelheit lagen. Bisher ging die Forschung davon aus, dass die Felsmalerei eine Kunst der Finsternis sei. Doch es handelt sich wohl vielmehr um eine Kunst von Licht und Schatten. Dank Chantals Hypothese können wir das Leben der Steinzeitmenschen in einem völlig neuen Licht betrachten. Einer von ihnen hat den Himmel tagelang beobachtet und dessen Botschaften empfangen. Er hat am Rand des großen Waldes das Zeichen erkannt, von dem die Alten erzählt haben. Das Gestirn, das die Erde wieder erwärmt und die Bäume ausschlagen lässt. Morgen wird er seine Sippe zur heiligen Stätte führen. Er hat die Grotte gewählt, um dort die Strahlen des Gestirns einzufangen und ihm einmal mehr zu huldigen. Alle halten die Luft an. Ist dieses Zeichen für sie bestimmt? Möchte das Gestirn ihnen sagen, dass es auch beim nächsten Mal nur für eine begrenzte Zeit verschwinden wird? Dass es wie jedes Jahr zurückkehren wird, wenn der Wind, der durch das Tal fegt, verschwunden ist. Dass sie die hereinbrechende Dunkelheit nicht zu fürchten brauchen. Hat das Verschwinden der Sonne solche Riten hervorgebracht? Noch mehr als bei ihrer These zum Valet de Merveille zieht Chantal den Zorn der Wissenschaftsgemeinschaft auf sich. Absurd, lächerlich, aberwitzig. Die Reaktionen sind vernichtend. Doch der eine oder andere Prähistoriker horcht auf, so zum Beispiel Jean Claude, einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet altsteinzeitlicher Kunst.
Im Schamanismus, es gibt alle möglichen Arten von Schamanismus, kann die Welt des Übernatürlichen an den verschiedensten Orten angesiedelt sein. Oben auf einem Berg, im Inneren einer Grotte, in den Felsen oder eben auch im Himmel. Wichtig ist, was diese Leute glauben, dort erreichen zu können. Jean-Claude interpretiert die prähistorischen Malereien anders als Chantal. Seit etwa 10 Jahren vertritt auch er eine gewagte und umstrittene Hypothese. Seiner Ansicht nach sind die Malereien, wie zum Beispiel die von Cognac, im Bereich des Schamanismus anzusiedeln. Sie seien das Werk von Schamanen, die von der Sippe damit betraut wurden, das Wild zu hegen, es zu stellen oder die Gunst der Geister der Tiere zu erwerben. Eine Hypothese, die ebenfalls großes Aufsehen erregte. Ici, par exemple, on a... Hier zum Beispiel haben sie die natürlichen Konturen des Felsens in ihre Zeichnungen mit eingearbeitet. Den Gedanken, der Fels sei lebendig und es gebe eine Interaktion zwischen der Welt der Geister, der übernatürlichen Welt und der Welt der Lebenden, gibt es seit den Anfängen der prähistorischen Kunst. Ebenso, dass es auf der anderen Seite des Felsens halbstoffliche Tiergeister gebe, die bereit seien, herauszukommen. In diesem Fall dient die Malerei dem Menschen als Vermittler, um mit diesen übernatürlichen Mächten in Kontakt zu treten und deren Kräfte zu erlangen. Im Wald hat er die Zeichen der Natur vernommen. Er hat den Bison gesehen. Der Geist des Steinbocks, ein Stier, hat zu ihm gesprochen. Er muss ihnen nun in die Schattenwelt folgen. Das Feuer mit den Pigmenten mischen, die Tiere anlocken, ihren erhabenen Rücken befühlen, die Dunkelheit durchdringen. Die Mähne eines galoppierenden Pferdes ertasten, das Blut erahnen, das durch dessen steinerne Adern fließt, seinen Geist anrufen und seine Seele verführen. Gravieren, formen und bemalen. Ihnen mit einer Fackel das Leben im Licht zurückgeben. Und dann ihre Kraft in sich aufsaugen. Sie um Hilfe bitten und zu seinen Verbündeten machen. Ist es möglich, dass schamanische Praktiken und Sonnenkulte parallel existierten? Dass sie sogar Teil derselben Vorstellung von der Welt waren. Chantal ist davon überzeugt. Jean-Claude und auch Jean-Michel Genest haben gesagt, natürlich ist das interessant, aber vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Wir müssten all die anderen Grotten überprüfen und sehen, ob sie eine ähnliche Ausrichtung aufweisen und dort ähnliche Ereignisse stattfinden. Und so bin ich zusammen mit meinem Mann aufgebrochen. Burgund, Dordogne. Chantal versucht zu beweisen, dass das Sonnenlicht in den übrigen wandverzierten Grotten dieselbe Rolle spielt wie in Lascaux. Eine echte Herausforderung für eine Wissenschaftlerin ohne finanzielle Forschungsmittel, mit ihrem Mann als einzige Unterstützung. Ihre Rundreise wird 7 Jahre dauern. Die Grotten Le Cambarel, Fond de Gaume, Bernifal, ihre ersten Ergebnisse weisen alle in dieselbe Richtung. Die besichtigten Höhlen sind zu einem Übergangszeitpunkt des Jahres in Richtung Sonnenauf- oder Sonnenuntergang ausgerichtet, zur Sonnenwende oder Tag- und Nachtgleiche. Im Laufe von Monaten, schließlich Jahren, erfolgt eine Messung nach der anderen. In Comarque im Périgord Noir überragt ein im 12. Jahrhundert erbautes Schloss 14.000 Jahre alte Höhlenwohnungen und eine ebenso alte, wandverzierte Grotte. Wie in Lascaux dringt auch hier das Licht der untergehenden Sonne zur Sommersonnenwende ein und erleuchtet die Wände. Haben die altsteinzeitlichen Maler ihre Grotten zu diesem Zweck ausgesucht, als Orientierungshilfen? Haben sie die astronomischen Gesetze entdeckt, die den Lauf der Sonne bestimmen?
Wer über ein ganzes Jahr immer vom selben Ort aus aufmerksam die Punkte beobachtet, an denen die Sonne auf- bzw. untergeht, stellt fest, dass sie von Tag zu Tag ein Stückchen weiter wandert. An einem Wintertag geht sie im Südosten auf und steht tief. Die Nacht bricht früher herein und dauert länger als der Tag. Bei den Tag- und Nachtgleichen im Frühling und im Herbst geht die Sonne auf halbem Weg ihrer jährlichen Reise auf. In Richtung Osten. Der Tag dauert dann genauso lang wie die Nacht. Am 21. Juni schließlich, dem Sommeranfang, geht sie in Richtung Nordosten auf. Das ist der längste Tag des Jahres. Für einen mit einem Kompass ausgerüsteten Beobachter gibt es also 6 markante Punkte am Horizont. Konnten die Menschen der Altsteinzeit diese Stellen ohne Messinstrumente ausmachen? Das ist durchaus möglich. Sie konnten sich an markanten Punkten in der Landschaft orientieren, über Monate das Wandern der Sonne am Horizont beobachten und auf diese Weise dem Kommen und Gehen der Jahreszeiten auf die Spur kommen. Um sich zu vergewissern, dass die Grotten gezielt und nicht zufällig ausgewählt wurden, beschließt Chantal, ihre Forschungen auszudehnen und ihr Augenmerk auf die Grotten ohne Gravuren und Malereien zu richten. An diesen Orten gibt ihr der Kompass keinerlei Hinweis auf markante Orientierungspunkte. Insgesamt legt Chantal 20.000 Kilometer zurück und führt ihre Messungen vor 130 wandverzierten Grotten und Höhlen durch. Mühsame, aber unerlässliche Kleinarbeit beim Versuch, die Prähistoriker zu überzeugen. Von ihren Arbeiten begeistert, öffnet Graf Hubert de Comarque ihr die Türen seines Wohnsitzes in Burgund, wo sie ihr Feldlabor einrichtet. Der Zeitpunkt ist gekommen, um die Ergebnisse ihrer Rundreise auszuwerten. Pateau haben wir hier, da ist die Grotte, siehst du? Die Grotte ist hier, genau. Bernifal ist hier, Lamout haben wir, Rufignac ist dort, Abri le Poisson, Logerie Haute. Schau dir das mal an. Ja, diese drei sind alle zur Wintersonne hin ausgerichtet. Alle Grotten, die eine bestimmte Ausrichtung haben, sind wandverziert. Und die, die das nicht haben... Das hat also keine geologischen Gründe. Nein, ich glaube nicht. Ich denke, wir sollten hier weitermachen. Sämtliche Messungen im Gebiet weisen in dieselbe Richtung. Von insgesamt 130 Höhlen sind lediglich 4 nicht zu einem der markanten Punkte im Lauf der Sonne ausgerichtet. Für Chantal besteht kein Zweifel mehr. Die Menschen der Altsteinzeit haben die Orte, die sie so kunstvoll verzierten, gezielt ausgewählt. Chantal trifft Jean-Claude in der Dordogne, im Abri le Poisson. Sie möchte ihm eine neue Hypothese unterbreiten. Sie fragt sich, ob die Tiere nicht vielleicht entsprechend der Jahreszeit dargestellt wurden, in der das Sonnenlicht in diese Höhlen drang. Dieser eingravierte Lachs weist einen gekrümmten Unterkiefer auf, den sogenannten Laichhaken. Ein Charakteristikum für die Paarungszeit, die ausschließlich im Winter stattfindet. Dieser Lachs an der Decke weist exakt in Richtung der aufgehenden Wintersonne. Nur im Winter konnte die Sonne tief genug stehen. Da drüben ging sie auf, sehen Sie? Um die Decke dort, wo sich der Lachs befindet, zu erleuchten und ihn hervorzuheben, zur Geltung zu bringen. Er zeigt also den Zeitpunkt an, an dem die Lachse sich paaren. Die Jahreszeit spielt gewiss eine Rolle und der Laichhaken gibt einen Hinweis auf die entsprechende Jahreszeit. Ist Abri le Poisson nicht vielleicht eine Ausnahme, ein Einzelfall? Schlicht und einfach die Darstellung eines Naturalisten aus grauer Vorzeit und die Ausrichtung des Lachses in Richtung aufgehender Wintersonne nichts als ein Zufall?
Chantal weiß, dass sie weitere Beweise finden muss, um ihre neue Hypothese zu stützen. Eine Szene aus der Grotte von Lascaux bestätigt ihre Vermutung. Tief im Innern der Grotte befindet sich diese Zeichnung mit der Abbildung zweier Bisons, Rücken an Rücken. An der Wand kehren zwei Bisons mit gekreuzten Schwänzen einander den Rücken zu. Aufgrund ihrer anatomischen Merkmale, Fell und Erektion, gelangen die Experten zu dem Schluss, dass der linke Bison sich gerade haart, während der rechte brünstig ist. Als Chantal sich direkt vor die beiden Tiere stellt, bemerkt sie die Ausrichtung der Augen. Das Auge des rechten Bisons ist auf 124 Grad ausgerichtet, das des linken auf 56 Grad. Die beiden Schwänze kreuzen sich in einem Winkel von 90 Grad. Wenn Sie sich vorstellen, die Wand sei durchsichtig, dann hätten wir hinter dem Auge des rechten Bisons die aufgehende Wintersonne. Hinter dem Auge des linken Bisons die aufgehende Sommersonne. Und dort, wo sich die beiden Schwänze kreuzen, die aufgehende Frühlings- bzw. Herbstsonne. Diese Vorstellung entspricht den tatsächlichen Ergebnissen der Messung. Mit Beginn des Herbstes werden die Bisons brünstig und sie haaren sich, wenn der Frühling beginnt. Das ist also ein kleiner Sieg. Die ersten Menschen haben gelernt, den Wind und den Lauf der Schatten zu interpretieren. Sie wissen, wann die Kälte kommt und die Tiere die Flussgegend verlassen. Das Licht zeigt ihnen, in welche Richtung sie gehen müssen. Zeigt ihnen den Weg der Renntiere, der Bisons und der Steinböcke. Sie überqueren die Berge, jagen ihre Beute unerbittlich Jahr für Jahr. Wenn das Leben verblüht, folgen sie klaglos dem Lauf der Flüsse, spüren den Schatten des Fisches auf, spielen mit den Lichtreflexen an der Oberfläche, um ihn zu überraschen, und durchbohren seine Seite mit dem Dreizack ihres Fischspeers. Der Winter ist zurückgekehrt und mit ihm die große Kälte. Je nach Jahreszeit schöpft die Sippe ihre Kraft aus dem Tanz der Sonne, aus der Fähigkeit der Klingenschleifer, die Waffen für die nächste Treibjagd präparieren. Schöpft aus dem Geschick der Jäger, die Vorräte beschaffen, damit die Sippe bis zur Rückkehr der guten Tage durchhalten kann. Die Menschen aus der Altsteinzeit sind uns nah und doch zugleich so fern. Wir müssen bedenken, dass wir in der westlichen Welt leben. Am Anfang des 21. Jahrhunderts, in einer komplexen, hochindustrialisierten Gesellschaft. Wir haben uns sehr weit von der Natur entfernt. Unsere Art zu denken ist geprägt von praktischen, nicht von spirituellen Erfahrungen. Und die Denkweise der Menschen dürfen wir nicht außer Acht lassen, so auch bei den Jägern und Sammlern. Diese haben offenbar den Lauf der Jahreszeiten beobachtet, die Gestirne. Und all dies sollen sie mit ihrer Kunst zum Ausdruck gebracht haben. Das ist durchaus denkbar. Aus diesem Grund habe ich mich für die Arbeit von Chantal Wolkiewicz interessiert. Denn ich glaube, dass sie eine echte Spur verfolgt. Die Ergebnisse, zum Beispiel die mit dem Licht, das in das Innere der Grotten fällt, haben mir gezeigt, dass bestimmte Grotten entsprechend ihrer Lage zur Sonne oder zum Mond hin ausgewählt wurden. Da dies auf eine recht große Anzahl der Grotten zutrifft, habe ich das Gefühl, sie sei auf etwas wirklich Interessantes gestoßen. Chantal glaubt, sogar noch weitergehen zu können. Denn sie ist überzeugt, dass unsere Vorfahren sich nicht damit begnügten, den Sonnenzyklus zu verstehen, sondern sich auch für die Mondphasen interessiert haben müssen. Bisher ließ einzig eine Venusskulptur, die die Sichel eines Halbmondes in Händen hält, vermuten, dass sich die Menschen der Altsteinzeit mit der Wanderung des Mondes beschäftigten. Aber haben sie ihn wirklich auch beobachtet?
Die Archäoastronomin macht sich erneut auf die Suche. Sie hat von einem kleinen gravierten Knochen gehört, der bereits von einem amerikanischen Forscher untersucht wurde. Dieses 35.000 Jahre alte Relikt wurde von René Castanet entdeckt, einem Hobbyarchäologen und Gründer eines kleinen Museums, in dem seine Fundstücke aufbewahrt werden. Heute ist sein Sohn Hüter der Sammlung. Das ist er. Ja. Was haben diese geheimnisvollen Einkerbungen zu bedeuten? In den 70er Jahren untersucht der Amerikaner Alexander Maschek den Knochen im Auftrag der amerikanischen Raumfahrtbehörde im Rahmen einer Forschungsarbeit über die Ursprünge der Astronomie. Er liefert eine ganz erstaunliche Interpretation. Der Knochen von Abri Blanchard ist in der Tat ein sehr anschauliches Beispiel. Auf einem Stück Knochen hat jemand auf einer Fläche von der Größe einer Armbanduhr 69 winzige Markierungen angebracht. Dieser Jäger hat damals etwas absolut Erstaunliches getan. Meine Analyse hat ergeben, dass es sich hierbei offenbar um einen Mondkalender handelt. Er hat die einzelnen Mondphasen festgehalten, die zunehmende und dann wieder die abnehmende. Anders gesagt, dieser Mensch war intelligent genug, um den Ablauf eines natürlichen Phänomens auf eine abstrakte Art darzustellen. Die Erkenntnisse dieses Universitätsprofessors werden damals mit großer Skepsis aufgenommen, bevor sie dann für lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis sich mit Chantal erstmals wieder jemand dafür interessiert. Es ist ihm gelungen, dieses Relikt richtig zu interpretieren. Aber zu seinem Leidwesen und meiner Freude habe ich etwas entdeckt, was er übersehen hat. Er hat übersehen, dass die Form der Schlangenlinien auf jeden Fall eine Beobachtung von immer demselben Punkt aus voraussetzt, während des gesamten Beobachtungszeitraums. Um Marschaks Hypothese zu bestätigen, begibt sich die Expertin für altsteinzeitliche Astronomie zur Höhle Abri Blanchard, wo der Knochen gefunden wurde. Am Fuße der Felswand sitzend, wie der Bildhauer aus der Steinzeit, führt sie die für ihre Berechnungen notwendigen Messungen durch, Ausrichtung der Höhle und Höhe des Reliefs ihr gegenüber. Die Forscherin fertigt eine Grafik an, die über einen längeren Zeitraum die Position des Mondes am Himmel anzeigt und den Punkt am Horizont, wo er untergeht. Das Ergebnis übertrifft sogar noch ihre Hoffnungen. Die aus den astronomischen Berechnungen hervorgegangenen Koordinaten fügen sich eine nach der anderen in die winzigen Kerben auf dem Rentierknochen. Zwar gibt es keine hundertprozentige Deckungsgleichheit, da einige Mondphasen fehlen, doch im Großen und Ganzen stimmt der Verlauf der beiden Abbildungen überein. Dieser Knochen ist wohl der erste Mondkalender der Geschichte. Und sein Graveur, ein Astronom aus der Urzeit. Die Beobachtung des Mondes und der Sonne ist für die Menschen der Altsteinzeit nicht ohne Folgen. Das exakte Wissen um deren Bewegungen erleichtert ihnen die Planung des Jagens und Sammelns sowie die Vorbereitung der jahreszeitlich bedingten Wanderungen. Was, wenn sie über ein noch viel unglaublicheres Wissen verfügt hätten? Wenn sie in der Lage gewesen wären, den Standort einzelner Sterne zu bestimmen? Ich denke, das wichtigste Haus des Menschen ist der Himmel. Er wohnt auf der Erde und blickt hinauf in den Himmel. Heute wissen wir, dass der Himmel seine astrophysikalische und seine physikalische Bedeutung hat. Aber damals war das Ganze ein lebendiges Himmelsgewölbe. Und der Mensch hat offenbar die Sterne beobachtet und versucht, sie zusammenzufassen, um sie sich einzuprägen, um über sie sprechen zu können. Das tat er, indem er ihnen Namen gab, meist Namen aus dem Tierreich der damaligen Zeit, und indem er sie je nach Gegend, je nach Kultur, auf verschiedene Arten unterteilte. Das tägliche Leben wird gleichermaßen bestimmt von den Sternen, die zu sehen sind, und davon, wie hoch die Sonne über dem Horizont steht.
Auf den ersten Blick besteht der nächtliche Himmel aus Tausenden von Sternen ohne jede logische Anordnung. Doch bei näherem Hinschauen sind manche Gestirne besser zu sehen als andere, weil sie heller leuchten. Diese Sterne wurden schon sehr früh in der Geschichte entdeckt. Die Babylonier haben sie in 12 Einheiten zusammengefasst, die Sternbilder des Tierkreises. Wer den Himmel von der Erde aus eine Weile beobachtet, kann sehen, dass sich die Sterne um eine imaginäre Achse bewegen, die sich in der Verlängerung der Pole befindet. Haben die Menschen der Altsteinzeit dieses Phänomen erkannt und in der Unermesslichkeit des sternenübersäten Himmelsgewölbes einzelne Sternenhaufen ausfindig gemacht, in die sie vor ihrem geistigen Auge die Bilder von Tieren projizierten, die ihren Lebensraum bevölkerten? Zurück in Lascaux wird Chantal klar, dass diese Grotte viel mehr ist als nur eine Bildergalerie. Diese Form erinnert sie an den kranzförmigen Tierkreis am Himmel. Eine Figur, ein großer Stier zu ihrer Rechten, spricht sie besonders an, denn darin erkennt sie die Form der Plejaden und den Stern Aldebaran. Sie beschließt also, durch Messungen die astronomischen Koordinaten zahlreicher anatomischer Punkte der Tiere in der Grotte zu bestimmen. Auge, Hornspitze, Flanke, äußerstes Ende des Fußes. Dann vertieft sie sich in ihre astronomischen Berechnungen und überprüft, ob ihre Intuition sie zu einer wissenschaftlichen Erkenntnis geführt hat. Ich habe festgestellt, dass sämtliche Sternbilder vom Sonnenlicht durchdrungen wurden. Wir haben also das Einhorn, das den Steinbock darstellen soll. Die Pferde, die für den Schützen stehen. Wenn der Raum mit den Stieren aus Glas gewesen wäre, hätten wir dahinter die Sternbilder sehen können. Die ersten Menschen, die lange Zeit für plump gehalten wurden, werden plötzlich zu den Beobachtern astronomischer Phänomene. Die Zeit, die sie mit diesen Studien verbrachten, hat gewiss auch Auswirkungen auf ihre Betrachtungen über das Leben, ihr materielles Überleben oder ihre Wurzeln. Einer von ihnen versucht wohl, die Botschaft der Sterne zu entschlüsseln. Er misst, notiert, vergleicht und versucht, in der kosmischen Unordnung vertraute tierische Gestalten zu entdecken. Und vielleicht hält er seine Beobachtungen in der Grotte schriftlich fest. Sind die Tiere von Lascaux Teil des Himmels von damals? Um diese Hypothese zu belegen, muss Chantal den altsteinzeitlichen Sommerhimmel rekonstruieren. Die Systeme im Planetarium von Montpellier werden ihr bei diesen Berechnungen helfen. Die Reise durch die Zeit kann beginnen. Hier brauche ich die geografische Breite des Orts. Ich werde die Breite hier ansetzen, das kommt ungefähr hin. Ja, genau 45 Grad. Ich werde jetzt die Sonne positionieren, um zu schauen, zu welchem Zeitpunkt sie aufgeht. Das muss um 7.30 Uhr sein. Jetzt kommt alles zurück an seinen Platz. Wir werden sehen, was passiert. Hier sehen wir, wie sie sich kreuzen, Sirius und der andere oben drüber, Procyon. Minus 9.000, minus 13.000. Minus 17.000 Jahre. In wenigen Stunden haben die astronomischen Systeme den Himmel der ersten Sommernacht der Maler von Lascaux neu entstehen lassen.
Mit Hilfe dieser Daten kann Chantal jetzt die Sternbilder am prähistorischen Himmel mit den markanten Punkten aus der Stierhalle abgleichen. Vor ihren Augen entstehen bei der Gegenüberstellung, wenn auch nicht hundertprozentige, so doch verblüffende Übereinstimmungen. Steinbock, Skorpion, Löwe, Stier. Die Sternbilder scheinen mit den Abbildungen aus der Grotte zu verschmelzen. Ich konnte es gar nicht glauben, denn als ich zum ersten Mal hierher kam, dachte ich, dass die Menschen aus der Altsteinzeit kaum Kenntnisse auf dem Gebiet der Astronomie hatten. Sie waren wohl in der Lage, das Sonnenlicht, das in die Grotte drang, auszumachen, das schon. Darüber war ich mir im Klaren. Ich hätte jedoch niemals geglaubt, dass es ihnen gelingen könnte, die Sternbilder auf eine so ausgewogene Weise darzustellen. Denn das erfordert Geduld und jahrelange Beobachtungen. Ja, wir treffen uns mittags um 12 vor dem Planetarium. Lascaux, die erste Himmelskarte. Eine spektakuläre Entdeckung, für die sie aber vor allem Kritik erntet. Zunächst wendet sich Chantal mit ihren Ergebnissen an Gerard Jasniewicz, Astronom und Astrophysiker an der Universität von Montpellier. Der Forscher war Mitglied der Prüfungskommission, die sich damals mit ihrer Dissertation und der These aus der Arbeit über das Valet de Merveille beschäftigte. Dieses Mal fällt sein Urteil nicht so hart aus. Es gibt Elemente, die mich zu der Erkenntnis führen, dass es markante Punkte in Lascaux gibt, die mit Elementen am Himmel übereinstimmen könnten. Doch meiner Ansicht nach reicht das nicht aus, um damit den endgültigen Beweis zu führen und zu behaupten, Lascaux sei ein Planetarium, eine detailgetreue Abbildung der Punkte, die am Himmel zu sehen sind. Das reicht mir nicht ganz für eine allgemeingültige Interpretation. Ich zögere noch. Natürlich ist es kein Planetarium wie dieses hier. Chantal hat offensichtlich Probleme, von der Stichhaltigkeit ihrer These zu überzeugen. Und ihre Worte finden umso weniger Gehör, als dass sie bei ihrer Arbeit zwei Wissenschaften vermischt, die normalerweise nichts miteinander zu tun haben wollen. Die Astronomie und die Urgeschichte. Eine zu gewagte These und gegenseitige Verkennung unter den Wissenschaftlern beider Lager. Die Skepsis setzt sich durch. Für jemanden wie mich, der davon keine Ahnung hat, birgt der Himmel unendlich viele Sterne. Sehr viele davon sind so hell, dass ich sie mit bloßem Auge sehen kann. Ich habe den Eindruck, dass, wenn ich das Bild eines Steinbocks, Pferdes oder Auerochsen nehme und auf der Himmelskarte einzeichne, dass ich immer Übereinstimmungen mit einer gewissen Anzahl von Sternen finde. Ist das also nicht eine sehr subjektive Betrachtungsweise? Ich muss mir bewusst machen, dass sich die Sternbilder im Raum nicht bewegen. Sie verändern im Verhältnis zueinander niemals ihre Position. Besonders interessant ist hierbei, dass diese Sternbilder einer gewissen Ordnung folgen, die eine Sequenz bildet. Und dass diese Sequenz genau den Formen und der Sequenz der Bilder an den Wänden entspricht. Für die Archäoastronomin treffen die Übereinstimmungen, die sie aufgedeckt hat, keineswegs nur für einzelne Tiere mit zufällig gewählten Sternen zu. Sie zeigen vielmehr, dass die Folge der gemalten Tiere der Sequenz der Sternbilder am Himmel entspricht. Trotz dieser Argumentation bleiben die Wissenschaftler skeptisch.
Sie bringen gegen Chantals These verschiedene Einwände vor, indem sie sich zum Beispiel fragen, wie die Männer und Frauen ohne Messinstrumente im Inneren einer Grotte korrekt ausgerichtete Abbildungen zeichnen konnten. Ich denke, es konnten nur einfache Mittel verwendet worden sein. Und Bewegungen, die das Ergebnis von Beobachtungen mit bloßem Auge waren. Wer Astronomie mit einfachsten Mitteln betreibt, lernt zum Beispiel, seinen Arm einzusetzen. So, dann die Hand. Das kann jeder machen. Sei es nun ein Kind oder ein Mann. Solange die Armlänge proportional ist zur Spanne der Hand, erhalte ich immer dieselben Messergebnisse. Das heißt, der Daumen 2 Grad, die ausgestreckte Hand 10 Grad, die gespreizten Finger 15 Grad. Chantal glaubt auch, dass manche der in Lascaux entdeckten Relikte aus der damaligen Zeit, wie zum Beispiel die durchbohrten Stäbe, die Stricke oder die Fettlampen, den Menschen zur Ausrichtung gedient haben könnten. Waren die ersten Menschen in der Lage, solche Verzeichnisse zu erstellen? Besaßen sie das für eine derartige Ausrichtung notwendige Werkzeug? Wie viele Bewegungen, wie viele Versuche waren nötig, um brauchbare Messergebnisse zu erzielen? Wie viele durchwachte Nächte, um die kosmischen Vorgänge aufzudecken? Wie haben Sie im Inneren der heiligen Stätte die exakten Positionen Ihrer Sternbilder ermittelt? Durch welche Berechnungen konnten Sie die Winkel, Abstände und Höhen der Gestirne übertragen? Wie viele Punkte haben Sie dann auf die Wand übertragen, bis aus den tierischen Gestalten Abbildungen von Sternen wurden? Die Demonstration ist verblüffend. Sie legt die Vermutung nahe, dass die urzeitlichen Maler tatsächlich in der Lage waren, astronomische Instrumente herzustellen. Um diese These zu stützen, muss Chantal die in der Grotte entdeckten Relikte noch einmal studieren und neu interpretieren. So zum Beispiel die Spitzen der Wurfspieße. Eine Spitze weist sternenförmige Einkerbungen auf. Könnte sie vielleicht als Orientierungshilfe gedient haben? Hier war der Wurfspieß befestigt. Der Stiel wäre also auf meiner Seite. Jean-Michel Genest, Konservator von Lascaux, studiert das Objekt gemeinsam mit Chantal. Ich vermute eher, dass es zur Dekoration dient. Aber vielleicht steckt auch noch etwas anderes dahinter, was uns entgeht, eine andere Bedeutung. Auf einem beweglichen, transportablen Objekt, einer Jagdwaffe, die übrigens auch benutzt wurde. Also ich bleibe dabei, dass diese Elemente zwar in der Tat einen sehr starken, wenn auch sehr einfach strukturierten Symbolcharakter haben, dass es jedoch zu weit geht, in dieser Anordnung eine Gesetzmäßigkeit zu erkennen. In diesem Fall also einen Bezug zwischen der Wandmalerei und der beweglichen Kunst herzustellen. Chantal muss sich den Tatsachen beugen. Der Wurfspieß hat den Menschen von Lascaux gewiss nicht als primitiver Kompass gedient. Gemeinsam mit Jean-Michel Genest besucht die Archäoastronomin ein letztes Mal die Stätte von Lascaux. Um ihren Erhalt zu sichern, schließt die Grotte in Kürze ihre Pforten für die Wissenschaft. Vor ihr eine menschliche Gestalt und ein Staat mit Vogel vor einem Bison, dessen Eingeweide herausquellen. Was bedeuten diese Malereien? Stehen sie in Beziehung zu den Sternen? Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Ohne Zugang zu den Malereien wird Chantal ihre Forschungen künftig nur schwerlich fortführen können. Und ohne den Rückhalt und die Überprüfung durch ein Forscherteam werden ihre wissenschaftlichen Arbeiten über eine der schönsten altsteinzeitlichen Grotten wohl ergebnislos bleiben. Die Arbeit von Chantal Scheck stellt die gesamten Erkenntnisse und das gesamte Wissen in Frage, mit dem wir arbeiten.
Davon auszugehen, dass es eine Sammlung äußerst fundierter Erkenntnisse gab, die von Generation zu Generation weitergegeben wurde, und dass diese astronomisch geprägten Beobachtungen wiederholt wurden, nicht über viele Jahre hinweg, aber immer wieder in regelmäßigen Abständen von 10 oder 20 Jahren, dass sie schriftlich festgehalten und übertragen wurden. Das bedeutet einen radikalen Wandel für unseren Kenntnisstand und unsere Vorstellung von der Weltanschauung, die geherrscht haben könnte. Unter dieser Voraussetzung zerplatzen die Denkmuster, die es uns ermöglichen, uns eine Vorstellung von der prähistorischen Welt zu machen. Das ist eine echte Revolution. Deshalb ist es enorm wichtig zu klären, ob diese Hypothesen einer Überprüfung standhalten. Denn wenn das der Fall ist, müssen wir diesen Gesellschaften bescheinigen, dass sie bereits über ein sehr strukturiertes Wissen verfügten, was im Widerspruch zu dem steht, was wir über die Gesellschaften der Jäger und Sammler wissen. Im Laufe der Forschungen von Chantal, Jack, Wolkiewicz entsteht ein neues Bild. Das Bild von prähistorischen Gesellschaften mit fundierten Kenntnissen, die viel Zeit und Energie in die Beobachtung des Himmels investiert haben. Diesen Himmel, den zu bewundern wir verlernt haben, geblendet von den Lichtern unserer Städte. Durch das Studieren des Laufs der Sterne ist der Mensch zum Herrn über die Zeit geworden. Er hat den Rhythmus der natürlichen Zyklen schriftlich festgehalten und sein Schicksal innerhalb der Natur selbst in die Hand genommen. Dieses Wissen über den Himmel, weitergegeben von Generation zu Generation, muss ein enormes Kapital für ihn gewesen sein. Diente es dazu, seine Mythen zu stützen? Vielleicht. Viele wissenschaftliche Arbeiten werden nötig sein, um die Existenz solcher Kenntnisse zu belegen. Doch am Ende dieser Forschungen werden wir ein großes Stück unserer Geschichte verstehen. Einer jahrtausendealten Geschichte, die uns auch heute noch vor Rätsel stellt. Nächste Woche führt die Kulturreise zum ersten Kaiser von China. Und gleich ist es wieder Zeit für